Natürlich habe ich 1221 neutral. Also hey, hässlicher. Kerner. Kerner behindert. Erstmal wieder umschwören. Ich habe die Worte der Mystiker studiert. Das heißt, ich habe sie gelesen. Echtes Interesse. Es macht keinen Unterschied. Wie ihr lernt, beeinflusst euren Erfolg. Der Schrein sieht euch. Das ist gruselig, aber okay. Was auch immer das heißen möchte. Oh, Modifikation. Wert 104. Was macht meine? 104 gegen 2, gegen Wert 70. Ich glaube ja nicht. Gegen Wert 270. Ein Handplanetmodell. Und schnelle Reise zurück zum Pilgerrückzugsort. Geschenk. Und Tetris schon wieder durchgespielt. Ich habe das Gefühl, dass meine Pilgereinstellungen nicht optimal sind. Ich glaube, ich kratze manchmal den roten Bereich an. Was? Wartet auf mich! Hi. Natürlich. Der Gefährtenkontakt. Glaubst du, weil ich ein viel zu großes Maß an Enthusiasmus draufsetze, dann, ja, dann kratze ich den roten Bereich an. Okay, Sekunde, was ist... In der Zwischenzeit muss ich kurz mal schauen. Was sagt mein Pegelstand von meinen Soundeinstellungen? So, Aufnahme, Mikrofon, Eigenschaften, Pegel, 75. Ist ein bisschen, ich gehe runter auf 74, würde ich sagen. Das wird dann hoffentlich helfen. Achso, jetzt machen wir mal eben schnell das Licht an. Moment. So, das müsste das Ganze jetzt ein bisschen, ja, das hat das Ganze definitiv vereinfacht. Gut. Kann man die Haustiere zu holen? Also. Fähigkeiten, so. P. Für Haustiere. Ah. Sergeant! Ich brauchte meine Mini-Sonde wieder. Hey. Sergeant, euer Weg ist frei. Die Statuen sind echt. Das hatte ich befürchtet. Wenn die Voss diese Statuen entdecken... Schon geringe seismische Aktivität könnte sie vielleicht zerstören. Erdbeben ohne jeden Grund. Ich werde mich darum kümmern. Vielen Dank für eure Hilfe. Gut, bezahlen uns. Juwelenbesetzte Prägung im Lagerkasten. Auf den Paretzkleck. Ich krieg ein Vibro-Schwert. Das Essen heißt diese Robe. Warte mal. Ich muss es machen. Okay, warte. Tafel. Hier ist ein Wissensobjekt. Ja, Luft. Nein. Oh nein. Hier macht man das stark. Wir ärgern gerade das Pöbelmaul, Luft. Alles gut. Die Kanonen der Gaumax. Und uns selbst offensichtlich, ja. Euch gelingt das, wo die Boss scheitern. Der Schrein steht euch offen. Was haben wir getan? Das Prüfungsgelände. Sprecht mit ihm, um die Prüfungen zu beginnen. Komm, ich bin höflich. Ich schätze diese Chance sehr. Oh, du warst höflich. Die Prüfungen sind gefährlich. Ihr könnt immer noch umkehren. Die Fähren werden was bringen. Ich muss sie führen. Wer klatscht denn da im Hintergrund? Ich weiß gar nicht, was da los ist. Das ist ein vollkommen behindert. Der springt! Okay, hey. Erst einmal Pilgreiser. Wir müssen jetzt zum scheiß Schrein der Heilung hoch, Bermo. Willi? Schnelle Reise, gibt's einen. Es gibt keinen Punkt. Nein. Okay. Alles klar. Das also, war verletzend. Sonst hätte ich Tetris schon längst begonnen. Das war verletzend. So, ich hoffe, dass dieser 1% Pegel, den ich runtergesetzt habe, für keine Probleme sorgen wird. Aber ich gehe nicht davon aus. Ich komme jetzt nur noch in den gelben Bereich, nicht mehr in den roten. Das heißt, alles gut. Dann war es bisher immer recht akzeptabel. Ja, nee. Genau.
Aber ist das üblich? Ein neues Headset einzurichten, bedeutet automatisch seinen Arm auszureichen, sich selbst damit zu schlagen. Wortwörtlich jedes Mal. Ja, das, was ich dir ja damals geschickt habe, das hat ja gar nicht funktioniert. Ja. Es ist jetzt irgendwie so, dass ich schon mehrere Headsets geprobiert habe und die wenigsten haben funktioniert. Seitdem ich mein erstes ersetzen musste, habe ich zwei Stück gehabt, die funktioniert haben und ich glaube drei oder so, die nicht funktioniert haben. Mhm. Und dieses zweite, das ich jetzt benutze, das funktioniert hat, das musste das erste Funktionable ersetzen, weil das ja kaputt gegangen war. Und das war im Endeffekt 3 Tage lang Halsschmerzen einzurichten. Und ein Nervenzusammenbruch. Weil ich permanent meinen Rechner beleidigen musste. Ein Nervenzusammenbruch. Du musst die neue Polster dafür kaufen. Ich habe einfach meine alten Polster benutzt, bis die neuen da waren. Genau. Weil ich diese Kunst dieser Polster einfach inzwischen absolut verabscheue. Siehst du, deswegen habe ich mir direkt ein Gescheites geholt. Ich möchte Dalgaho mit den Prüfungen beginnen. Man sagte mir, ich solle mit Dalgaho sprechen. Fadid Ki, der Bruder von Dalgavi. Geschickt. Er behauptet, ihr werdet wirklich. Die Prüfungen sind heilig. So begehrt ein Fremdling Zutritt. Zum Prahlen. Es gibt keine Herausforderung, die ich nicht meistern kann. Okay. Ihr könntet stattdessen den Tod finden. Die Prüfungen sind für die Mystiker. Ihre Ausbildung endet hier. Die Prüfungen fordern viele Opfer. Ihr werdet vielleicht nicht überleben. Hip. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich eine Entschuldigung. Ihr werdet enttäuscht sein. Betretet das Prüfungsgelände. Die Prüfungen erwarten euch. Yay! Oh nein, wir erwarten die Prüfung. Okay, das ist da oben. Oh. Und da kommt Bärmann uns vorbeigedüst. Feindliche Verstärkungstruppe. Hi! 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 Was hier? Nö. Nope! Jetzt touch die Tür. Mach hoch. Müssen wir hier nichts schnetzeln? Ich bin so verwirrt. Da ist der Meditationsaltar. In nomine Patria et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Jason steht aber dahinter. Hi! Ihr gehört nicht hierher, Ehrwürdige. Doch. Euch einen. Wer schreit da gerade so schmerzhaft? Jason. Aber die Vision war klar. Männlich. Ein neuer Mystiker wurde gewählt. Ihr müsst gehen. Hä? Hä? Komm schon! Oh. Das ist eine dumme Antwort. Sind das die Prüfungen? Ist das eine Art Test? Schon vor euch haben viele gegen diese Entscheidung protestiert. Fußspuren? Wir können euch nicht zwingen zu gehen, Ehrwürdige. Ihr müsst das selbst entscheiden. Okay. Damo? Ich bin mir nicht sicher, was ein Mystiker sagen würde, aber ich werde versuchen zu raten. Ihr könnt nur so antworten, wie es euch gelehrt wurde. Oh, das ist gut. Darel K. hatte eine Vision. Ein Voss wird zur Heilung zum Schrein gebracht. Diese Person muss überleben. Ihr seid unser bester Heiler. Wait, what? Aber ihr wart nicht in der Vision. Darel K. hat einen anderen, schwächeren Heiler gesehen. Er muss euren Platz einnehmen. Dann ersetzt mich. Ich kenne bestimmt andere, was die ich heilen kann. Andere sind in eurem Namen dagegen. Was? Sie müssen eure Worte ich verstehe, hören. Ich verstehe nicht, was nur der Heiler in der Vision wird Erfolg haben. Andere könnten ein Desaster verursachen.
Division verlangt, dass ihr für jemand anders beiseite tretet. Ihr müsst dem Folge leisten. Okay, so viel okay gesagt. Okay. Oh Gott. Ich bin der beste Heiler. Wer wo heilt Leute vom Leben? Nur, was die Mystiker sehen. Vergebt mir, Ehrwürdige. Ich suche eure Führung. Ich hatte eine Vision. Die Dinge, die ich sah, waren seltsam, beunruhigend. Was? Ich bin noch in der Ausbildung. Ich brauche eure Hilfe, um die Bedeutung meiner Vision zu erkennen. Okay. Was muss getan werden? Nein! Ich werde euch sagen, was ich gesehen habe. Und ihr sagt mir, was es bedeutet. Ihr seid eine abgeschlossene Mystikerin. Ihr hattet viele Visionen. Sie, das ist die Sehung. Sie sind nicht, wir sind die Person. Meine Vision könnte große Veränderungen bedeuten. Ich muss mir ihrer Bedeutung sicher sein. Ich übersetze bestimmt, übersetzen wir das. Ich hab 10 gekriegt. Mystiker haben Visionen. Sie analysieren sie nicht. Nur oh Gott. Können die Bedeutung herausfinden. Die Zeit wird knapp. Ehrwürdige, wir müssen uns entscheiden. Ein Teil eurer Vision ist klar. Wir müssten uns der Republik oder dem Imperium anschließen, um zu überleben. Die Leute haben monatelang debattiert. Die Fremden werden unruhig. Ist das ungewöhnlich? Brauchen die Deuter sonst auch so lange? Bei einer Vision nie. Die Deuter werden von den Mystikern gewählt. Ihr könnt sie ersetzen. Die Deuter verlangen Geduld. Können wir es uns erlauben, zu warten? I don't know. Natürlich, Bebo. Bitte. Ich werde neue Deuter auswählen. Sie werden eine schnelle Antwort geben. Bedeutung kann nicht erzwungen werden. Doch. Ich glaube, wir werden jetzt nicht ermordet von den Leuten. Ihr seid blind. Ich glaube, wir... Bebo, ich glaube, du hast... Du hast uns ruiniert. Muss seine Was? Ihr versteht. Du hast uns ruiniert, Bärm. Geht weiter. Die Korrumpierung liegt vor. Okay, das, die eine Sache richtig. Zerstört die Auf jeden Fall. Ein Mystiker sieht. Ihr seid blind. Eure Ignoranz ist ein Makel. Er wird entfernt. Okay, wir haben 2 der Visionen falsch gedeutet. Also Bärmo. Stimmt, hat Bärmo jede einzelne von denen gemacht? Aha. Holy shit. Da waren die Würfel gerade wirklich wütend auf uns. Die Würfel haben uns gehasst. Die eine ristige Sache. Die einige ristige Sache kam, glaube ich, von uns. Nein, die eine richtige Sache war auch Bärmo. Das war die, seine Rolle zu kennen. Ja. Mystiker interpretieren nicht. Die haben nur die Visionen. Da habe ich sogar das Falsche geklickt in der Situation. Warte. Ja, ich weiß, ich habe irgendwann öfter mal das gleiche wie Bärmo geklickt, aber es ist ja wo. Weil ich weiß, aber hab's mich gefreut. Aber wir sind sehr schlecht. Sind wir schlecht? Wir handeln im Wille des Imperiums. Genau. Aber ich habe erst nicht verstanden, was wir gelabert haben. Im Endeffekt mussten wir die Vision anderer Leute interpretieren. Oder zu sehen, wie wir damit umgehen sollten. Und wir haben nicht gut damit umgegangen. Die eine Sache war auf jeden Fall die, wenn die Vision fordert, zurücktreten, muss man zurücktreten. Laut deren Tradition. Ja, habe ich zurücktreten gesagt, ne? Hat Bärmo nicht gesagt. Ja, da hat Bärmo gesagt, der beste Heiler, der macht das. Dann gab es den Platz zu kennen, da hat Bärmo das Richtige gewählt. Und dann gab es. Genau, sich schneller zu entscheiden. Was. Schub geben kann. Hätten wir ihn unter Drogen gesetzt, hätten die Schub geben können. Ich weiß nicht, wie wäre das denn anders verlaufen? Wahrscheinlich hätte das für uns nicht angegriffen, hätten wir weiterlaufen dürfen. Ja, haben wir noch ein paar Punkte. Ja. Ich hatte halt permanent das Gefühl, dass wir uns verwechseln. Ich war komplett verloren, wirklich. Es sind die Voss, der Planet muss im Orbit bombardiert werden.
Next. Oh nein, Verwundete. Oh, was für eine Tragödie. Oh Gott. Unsere Zeit ist knapp. Ein Mystiker muss uns heilen. Das sage ich doch ständig. Wie wurde dir verletzt? Ich wüsste gern, was sich hier abgespielt hat. Um Leben zu geben, müsst ihr es erst nehmen. Mhm. Okay. Genau meine Art Prüfung. Ich kann es kaum erwarten, Schmerz zuzufügen. Ich kann wahrscheinlich nicht antworten. Okay. Oh. Ich nehme das. Okay, wir können das Leben nicht von da nehmen. Nein, du musst hier unten Feuerfeuer anzünden. Genau, damit wir davon da Leben nehmen können. Besiege die Bestien, 12 von 20, natürlich. Hi! So und so. Auf zum nächsten Signalfeuer. Auf zum letzten Signalfeuer. Ich sehe da hinten noch Lebende. Ja, die sind bestimmt auf dem Weg noch vor uns. So, jetzt kann ich dich schon mal rüberpöbeln. Hey Leute, kommt mal her. Komm, Luf, du schaffst es. Yes. Oh, hi. Wir haben exorbitant viel Leben genommen, um ein bisschen was zu geben. So, wir haben Leben genommen, um euch zu retten. Und jetzt verpisst euch. Fünfte Prüfungskammer. Vierte Prüfungskammer. Fünf Leute noch erledigen. Wir sind bis in der vierten Prüfung. Weil wir gut sind. Freunde! Ich versuche mal zu looten, aber die Dinger werfen überhaupt keinen Loot ab. Ja. Abgeschossene Bonusmission ist keine Ausrede für Überlebende. Was sind Überlebende? So, Leuchtemann. Wo bist du? Okay. Oh, Leuchtefrau. Das ist okay. Leuchtefrau. Halt, Freunde. Die Prüfungen sind für die Mystiker. Trotzdem habt ihr überlebt. Bedeutet das, dass die Prüfungen vorbei sind? Eine Prüfung steht noch auf. Natürlich. Visionen zeigen unser Schicksal. Überleben hängt davon ab, was ein Mystiker sieht. Ein Mystiker beschützt die Voss. Er muss unseren Gegner kennen. Natürlich. Ich kenne einen Gegner. Spart euch die Mystiker-Philosophie. Sagt mir einfach, was ich töten soll. Ihr geht davon aus, dass es getötet werden kann. Ja. Wenn es blutet, kann man es töten. Oder wenn es... Yeet! Ich wollte sagen, es ist mein Bestes. Ich wollte sagen, ich kenne euren Feind. Doch, Feierabend.
anscheinend ist. Wo ist die Schnecke? Warum ist diese Technologie in diesem antiken Tempel? Die hier so aus dem Boden rauswächst? First One's Tech. Nein. Irgendwo ist eine Treppe hier. Da, da. Wartet auf mir. Ach, da ist es. Ah, es hängen müssen überall auf. Ah, da. Oh. Ich würde sagen, wir fangen hinten an. Ja, wir haben eine ganze Kammer leer zu räumen. Ja, ich drücke auch die ganze Zeit, Rechtsklick überall hin. Okay, das ging schnell. Das war die falsche Seite. Egal, es war die richtige Seite. Hier gab es Überlebende. Das haben unsere spezifischen Überlebenden-Sinne einfach gezeigt. Das waren auch Überlebende, das konnten wir nicht akzeptieren. So, jetzt können wir da hinten anfangen. Mal wieder. Das gerade war nur ein Testlauf. Um zu wissen, ob wir es richtig hinkriegen. Genau. Du weißt, das ist eine Mystikerprüfung. Wie viele Überlebende lässt ein Mystiker? Keiner. Ich frag dich nochmal, was sind Überlebende? Genau. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Oh, aber was auch immer es ist, ich möchte es bestimmt nicht sein. Klingt unangenehm. Yeet. Touch. Oh. Jo, wir sind wieder da. Was geht? Wir waren nie weg. Hey, ich war schon immer hier. Wir haben die Prüfung beendet. Sind wir jetzt Mystiker? Beendet und bestanden sind, glaube ich, zwei verschiedene Dinge. Wir haben überlebt. Ich denke, das zählt als bestanden. Geronimo, oh Gott! Oh, kein Falschschaden. Hui. Och, Falschschaden, aber man überlebt. Falschschaden? Wo um alles in der Welt bist du hingerannt, Luf? Ich bin die Treppe runtergefallen. Also runter. Hey, Mittler, wo bist du? Ich weiß nicht, wo müssen wir hin? Eben nicht Treppe runter. Ja, ich... Geh die Treppe wieder hoch und dann... Ja, nee, ich wollte nur eigentlich ins Runterfallen, aber ich bin über die Balustrade gesprungen mit meinem Rocket Launcher. Dann ist die Treppe runtergefallen. Die große, große Treppe, die nach unten geführt hat. Da bin ich gelandet. Und dann habe ich meine Orientierung verloren. Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Und du dermaßen überambitioniert, dass die einfach die Treppe runtergekugelt ist.
interessiert. Warte, hä? Hä? Wo? Ich bin verwirrt. Hätten wir nicht bemerkt? Warte, wo bin ich und wo seid. Rennt da einfach an mir vorbei. Wie so ein geköpftes Huhn. Und dran. Brutal, aber effektiv. Ich bin Magra Su. Sehr mager von dir. Sie müssen vor mich treten. Die Prüfungen sind gefährlich. Ich begegne mehr Toten als Lebenden. Warum ihre Leben riskieren? Ah, okay. Ich hab's auch. Ich hab schon geklickt. Okay, dann versuch. Gruppenphase. Zu sterben lohnt, verstehe ich nicht, warum. Ein Mystiker muss seine Rolle kennen. Das ist die erste Prüfung. Fokus und Meditation ist die zweite. Heilung und Gleichgewicht ist die dritte. Nur jemand mit dem Verständnis eines Mystikers kann die Vormax besiegen. Bereit. Ihr habt bestanden. Es war mir eine sehr große Ehre. Ito. Ich hab's auch. Und los. Ich schätze diese Chance sehr. Die wahre Ehre kommt jetzt. Die Prüfungen bringen Klarheit. Die Kraft eines Mystikers wird geweckt. Ihr habt gelernt zu sehen. Euch wird eine Vision gewährt. Oh. Ah, nur eine. Ich nehme das gerne an. Ich nehme das gerne an. Wobei ich dachte, das wäre unmöglich. Bereit? Ja. Warte. Danke. Okay. Ja. Und los. Wie kann ich eine Vision haben, wenn ich kein Mystiker bin? Ich werde sehen. Ihr sagt mir, wohin ich blicken soll. Seht euch die alten Tafeln an. Ah. Eine Vision wird kommen. Konzentration. Eure Vision wird kommen. Da ist mein Helm weg. Hast du genug, Kind? Ich fühle, wie dir das Leben entgleitet. Oh, Herr Spacedrops. Oh, das gefällt mir. Wenn ich sterbe, sterbe es. Dann los. Ausgezeichnet. Jetzt weiß ich, dass ich die Gelegenheit bekomme, euch gegenüberzutreten. Ein gewährter Wunsch bringt nicht immer Erfolg mit sich. Die Vision ist vorbei. Ihr habt gesehen, dass es kommen wird. Kann ich es finden? Warum sollte ich das? Zeig mir mehr. Ja. Kann man? Zeig mir mehr. Und? Ammo? Ich hab. Und los. Okay. Das bringt mich nicht weiter. Seht noch einmal. Ich hab's vorhin schon gesagt. Ein Mystiker sieht. Ah. Die Voss reagieren. Ich meinte, es gehört zum, aber ich war mir nicht ganz sicher. Geht jetzt. So. Also es war absolut sinnlos. Haben einfach Barras gesehen, wie ich mit ihm geredet habe. Was für ein Bullshit. Was habt ihr gesagt? Mehr sehen wollen und sie sagte nö. Nee, ich meinte mit Barras. Ach so, dass ich mich freue, dass ich die Gelegenheit haben werde, ihm gegenüber zu treten. Ah, ich hab gesagt, wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Ich hab gesagt, wenn ich diesen Mann sehe, töte ich ihn. Ich werde diesen Mann töten.